Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Heute in einer ernsten, ruhigen und ja, romantischen Absicht. Tatsächlich, ich und romantisch. Hätte ich, glaube ich, niemals gedacht, aber ich fühle es tatsächlich und es fühlt sich gut an, sozusagen. Also, ja, genau, ich hatte das ja schon mal so beiläufig gedroppt bei einer Reaction, weil ich das halt auf Instagram schon mal erzählt habe. Deswegen hatte ich das dann so beiläufig auf YouTube erwähnt und manche so, hä, du erwähnst das so beiläufig? Ja, genau. Und deswegen ja, schulde ich euch noch ein richtiges Video, wo ich das auch erkläre, warum jetzt, warum nicht schon früher, warum dann, wie und wie kam es dazu. Also, es geht heute darum, dass Mami unter die Haube kommt tatsächlich. Wir werden jetzt endlich heiraten. Nein, doch. Oh. Wir werden am 12.10. in Düsseldorf standesamtlich heiraten, aber mit einer Feier, also so eine mittelgroße Hochzeit. Das heißt, nicht nur standesamtlich so kühl 20 Minuten, sondern mit danach noch einer Feier, mit einer freien Rede, also einem Trauredner. Und ja, erstmal, wie kam es dazu? Ihr wisst ja, 2020 hat mich Patrick gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Und ich habe natürlich ja gesagt dann. Ne? Dann aber leider kam Corona, 2,5, 3 Jahre. Es war immer so ein Up and Down. Kann man jetzt in der Gruppe heiraten? Wenn ja, waren es dann 10 teilweise in Düsseldorf mit Mundschutz. Und es hat sich für mich nicht richtig angefühlt, mit 10 Leuten und Mundschutz auf Fotos, die dann künftig, bleibt ja fürs ganze Leben, da irgendwie mit den Fotos und mit diesen 10 Leuten nur zu heiraten, das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und wir hatten persönlich, Patrick und ich sind sehr ähnlich da drin, ne? Wir hatten deswegen diesbezüglich gar keinen Stress. Ich hatte ja schon mal mit meinen ehemaligen Freundinnen so ein halbes Kleid ausgesucht. Dazu kommen wir auch gleich. Aber das war auch so, wir waren auch nur zu dritt, weil da auch Corona war und da war auch diese Mundschutzkacke und dann irgendwie halt auch nicht. Und dann, das war alles nicht richtig und nicht halb. Und es sollte alles zu dem damaligen Zeitpunkt nicht sein, weil das fing ja damit an, die Story mit meinen Trauzeuginnen. Eine davon war eine wirklich langjährige Freundin über Jahre, Jahre, Jahre. Und eine davon habe ich nach Jahren oberflächlichen Kennens in mein Leben gelassen. Und das war dann damals dieses riesengroße Drama, dass die sich ja hinter meinem Rücken da zusammengetan haben, verbündet haben und ich das dann rausbekommen habe, dass die mich belügen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will das gar nicht weiter mehr aufwühlen, weil die sind so unwichtig wie der, wie wirklich, eine Motte in meiner Küche. Aber auch das Kleid. Und da wollte ich euch meine Erfahrungen einfach nur mitteilen, weil ich jetzt auch eine Erfahrung gemacht habe, die es zeigt, dass es halt auch anders geht. Und zwar habe ich mein damals Kleid bei Brautblüte gekauft, weil ich ein bestimmtes Label haben wollte oder anprobieren wollte. Ich habe eine genaue Vorstellung von meinem Leben, das wisst ihr ja. Ich habe von alles eine Vorstellung. Demnach war es auch so, okay, wie sollte mein Kleid sein? Und ja, wir kamen dann dahin und generell war das ja schon mit meinen Trauzeugen so weird, irgendwie so komisch. Das hat mir viele, ich hatte damals ein Video hochgeladen und viele hatten mir das gesagt, dass da eine von denen wirklich komisch actet und die andere halt auch, weil ich hatte permanent das Gefühl, dass mir einer meiner beiden Freundinnen plus die von Brautblüte einen anderen Geschmack, also Stil, aufdrücken wollten, als ich es eigentlich wollte. Und ihr müsst verstehen, dass ich bin dominant, auch vor der Kamera und weiß, was ich will, aber ich bin halt auch noch oft so, wenn viele auf mich einreden oder wenn ich schon so Druck bekomme und ich in der Sekunde nicht so richtig realisieren kann, dass ich mich bequatschen lasse oder nicht einschüchtern, aber so klein machen lasse. Kennt ihr? Also, dass meine Meinung übergangen wird. Das passierte damals noch. Und das war mir auch wie so eine Riesenlehre, dass das auch nie wieder seitdem vorkam. Aber das kann immer noch mal passieren. Und bei Brautblüte war das dann irgendwie so, dass irgendwie die Kleider, die ich anprobieren wollte, erstmal die Hälfte gab es nicht und die andere Hälfte war irgendwie, war nicht so richtig. Und dann habe ich mich für ein Kleid entschieden, weil das war dann ganz okay. Ja, ich habe das auch, das Kleid, weil ich habe es ja dann gekauft, weil es wurde dann so Druck gemacht, weil ich meinte, ja, ich möchte mich, ich denke drüber nach, ne? Ich möchte mich erst beraten, weil ich habe ja auch noch anderen Leuten, die ich das zeigen wollte, die Fotos und so weiter. Und ich habe das auch noch auf Kamera, ja, dass es dann auch hieß, ja, man muss sich jetzt entscheiden. Also es wäre schon jetzt, also es wurde, nach meiner Erfahrung, das ist meine Meinung, Druck gemacht von Brautblüte. Es gab da ein, zwei Mädels, die waren sehr süß. Eine, die mich persönlich, die mir persönlich geholfen hat beim An- und Auskleiden immer. Die war sehr süß, ich mag sie sehr. Aber dieser Druck, der dann gemacht wurde, hat das komplett kaputt gemacht irgendwie. Ich habe dann ein Kleid gekauft am selben Abend, also am selben Tag und wollte das eigentlich gar nicht. Ja,
Ich wollte es nicht. Ich habe irgendwie, na keine Ahnung, ich habe das dann gekauft und wollte es mit Kreditkarte bezahlen und da konnte man mit Kreditkarte nicht bezahlen. Da habe ich auch schon mal so gesagt, so, naja, warte kurz. Ne? Also wie so teure Kleider nicht mit Kreditkarte zahlen können, ist auch ein bisschen weird. Und dann sagten sie, okay, wir schreiben dir eine Rechnung und du überweist es dann. Ja, die Rechnung habe ich per E-Mail nur bekommen. Damals aber auf meine private E-Mail-Adresse, nicht auf meine offizielle. Und hatte dann mit denen auch noch so einen Rechnungsstress, aber darauf möchte ich gar nicht eingehen, weil das auch so dreist und so unfassbar unmöglich war, das Ganze, dass ich persönlich unter all dem, also mit all dem Fazit einfach Brautblüte in, ich glaube in Krefeld war das, ich weiß gar nicht, Düsseldorf oder Krefeld, weil das liegt so nah beieinander, ich glaube es war in Krefeld, nicht empfehlen kann. Ich habe lange gedacht, okay, magst du jetzt, redest du darüber, redest du nicht drüber, aber why not? Das gehört zu dieser ganzen Experience dazu und ich finde sie einfach nicht gut. Ich finde auch die Kleider, die sie haben, nicht so. Ne, also das muss ich ehrlich sagen, denn ich hatte jetzt dann hier meine Labels gefunden. Es ist schwierig, die Labels zu finden, die ich haben wollte. Es war einmal Milanova ganz am Anfang, aber mittlerweile, also nicht mittlerweile, es war Milanova, Bertha und Galia. Hab dann letztendlich ein ganz anderes Kleid gekauft, was ich wollte. Und das ist okay, aber das ist nicht das. Und ein Kleid muss, es muss dich zum Wein bringen, so nach dem Motto. Ich dachte auch, das ist so ein bisschen Gelaber oder so. Was für Wein? Nee, weil ich habe dann hier in 40 Minuten von Genf einen Brautmodenladen gefunden, der die Firma auch Bertha führt. Und hatte dann gefragt per Instagram, ganz geil, habt ihr diese und diese Modelle da? Ja, wir haben das, das und das, war und das nicht. Hatten 6 Modelle da. Und ich bin dahin und die hatten dann schon die Kleider da hingehangen. Ich hatte eine ganz entspannt. Ich bin da auch alleine hingegangen. Ich mache das mit meinen Trauzeugen nicht nochmal oder Freundinnen, damit man mich nicht wieder bequatscht oder beredet oder mir reinredet. Das war einfach so weird damals. Deswegen bin ich da alleine hin. Der Patek hat mich da abgesetzt, bin alleine rein und habe dann die anprobiert, die Modelle. Und das allererste von Bertha saß wie angegossen. Ich habe es angezogen und dachte, wow, oh mein Gott. Gott. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil ich das so gefühlt habe und dachte, oh, ich muss schon fast anfangen wieder zu heulen, ich kriege Gänsehaut, weil genau so muss es sein. Ich kann euch echt nur sagen, wenn ihr euer Kleid aussucht oder wenn es um das Aussuchen geht, gebt euch nicht mit, ja, das ist ganz schön. Oh ja, oder das ist das Beste von denen, die hier gibt. Schämt euch nicht zu sagen, ihr habt leider nicht das. Ihr habt nichts, was mich berührt. Also, das war mir eine Lehre damals, wirklich, ja. Ich habe zu Hause ein Kleid hängen, was ich nie getragen habe, was niegelnagelneu ist und hat mich damals um ein paar tausend Euro leichter gemacht, ja. Also, geht gar nicht. Ich muss mal gucken, ob was ich mit dem Kleid mache, weil es schön ist, aber halt nicht mein persönliches Traumkleid. Deswegen vielleicht verlose ich das. Ich muss mal gucken, ja. Und, oder für einen guten Zweck versteigere ich das. Ihr wisst, ich bin im Tierschutz aktiv tätig, aber da gucken wir dann nochmal. Ja, und dann hatte ich das Kleid hier an und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere jetzt danach noch die anderen an, aber das war's. Also ich hätte das an, nein, das an, nein. Das erste war's einfach, aber ich dachte, nee, ich probiere noch. Das sitzt auch, das ist auch, das ist mein Kleid. Ich denke, dass mir dann ihr alle wahrscheinlich zustimmen werdet, wenn ihr die Fotos bald seht, am 12.10. Das ist wie für mich gemacht und ich wusste, Bertha steht mir, ich wusste, Bertha passt zu mir. Ich bin so happy. Und ja, und dann bin ich raus. Ich habe mich abgeholt und Patrick guckt mich an und ich habe auch angefangen zu weinen. Er sagt, du weinst? Und ich so, ja, das ist mein Kleid. Und die haben mir auch keinen Kaufdruck gemacht und das hat mir so besonders gut gefallen. Ich habe denen gesagt, ich überlege, ich habe ein Video gemacht. Ich zeige es noch meiner Schwester, meine Freundinnen, Freunden und natürlich nicht meinem Mann, aber meinen Leuten. Habe ich dann auch gemacht und die haben alle gesagt, ja, das ist es. Das ist dein Kleid. Und Patrick auch so, wenn du weinst, dann ist es das. Und ja, und deswegen habe ich dann sofort noch 2 Stunden später, nachdem ich da raus war, den auf Instagram bestätigt. I'm gonna buy it. That's my dress. That's my dream dress. Und ja, dann bin ich eine Woche später hin. Dann haben sie Maß genommen, das angezahlt, die Hälfte schon. Und jetzt warte ich darauf, dass es in New York fertig gemacht wird. Und dann kann ich es bald abholen. Und ja, das war meine neueste Erfahrung mit dem Kleid. Ich habe auch Videos und Reels und Fotos gemacht. Die werde ich dann nach und nach dem 12.10. online stellen, damit ihr seht, so was ist auch so, wie das auch so entstanden ist und so. Ja, also richtig toll. Und das war so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dann hier in der Nähe von Genf in dem Brautmodenstore. Und dass das auch ganz ohne Druck geht. Ich verstehe, dass man vielleicht während Corona finanziellen Druck hatte. I get it, aber ne, das mit Brautblüte war wirklich schlimme Erfahrung. Und deswegen wollte ich auch gar nicht mehr in diesem Kleid heiraten, weil das A mit diesen komischen Freundinnen behaftet war
und mit diesem Kaufdruck vom Brautbild. Und jetzt, da kommen wir jetzt weiter, seitdem wir wirklich rangehen an die Planung, wir haben den festen Standesamttermin gemacht, wir haben das reserviert und Papiere eingereicht. Wir haben uns auch einen Wedding Planner hinzugenommen, einen ganz, ganz, ganz süßen von der Agentur Traumhochzeit, der ganz süß ist. Oh wow. Und der versteht auch, was ich möchte direkt. Und das nimmt so Fahrt auf. Und dann habe ich mein Traumstandesamt angefragt, mit der Traumlocation dazu passend. Und dann habe ich meine Wunsch-Make-up-Artistin angefragt und meine Wunsch-Fotografin. Und alles klappt wie am Schnürchen jetzt. Die Location ist frei. Sogar, er hat gesagt, Daniel heißt er von der Agentur Traumhochzeit, er sagt, Yvonne, sogar wenn ihr mit dem Standesamt um 14 Uhr fertig seid, ihr habt das Ganze für euch alleine, die ganze Location. Ja, es passt einfach. Es passt. Wisst ihr, es geht so locker leicht. Wenn etwas nicht sein soll, dann nein. Aber wenn etwas leicht von Hand geht, es geht gerade alles so leicht von der Hand. Die Location ist gebucht, Standesamt ist gebucht, das Kleid ist angezahlt. Wisst ihr, es geht so von, wir haben die Ringe ausgesucht, aber dann wollte ich noch, genau, da müssen wir auch noch, ich weiß nicht, ich hatte Ringe gefunden. Einmal von Cartier und einmal von Tiffany's. Das sind so Standardmarken, I know. Ich wollte mich auch mal dagegen wehren, deswegen mein Verlobungsring ist auch nicht von daher. Aber wir haben die schönsten Steine, also den schönsten Schliff der Steine und so weiter mit der ganzen Historie und den ganzen Machen und so. Dass ich mich entschieden habe, doch einen von denen zu nehmen, von dem Haus. Für mich, da haben wir dann auch noch zwei Termine jetzt bald und die Ringe und dann macht der Rest der Wedding Planner. Dann geht es am 12.10. los. Ja, und dann bin ich verheiratet. Könnt ihr euch das vorstellen? Moi? I'm gonna get married? Ich kann das irgendwie noch gar nicht glauben. Wirklich nicht. Das ist auch so weird, dass das ganze Leben sich bei mir so geändert hat. Also es ist so krass, wenn ich halt überlege, diese ganzen toxischen Beziehungen, so viele Therapien, die ich gemacht habe, das Nachtleben, das Milieu und dann wieder da raus und dann starb meine Mutter, diese ganze familiäre und dann meine eigene Gebärmutterhalskrebssache und das alles und diese ganzen toxischen Männer, das war eigentlich so das Schlimmste noch an der ganzen Sache. Also, Mama, du weißt, ich liebe dich, aber weil das hat sich über Jahre ja gezogen, seitdem ich Pubertät bin, ne? Diese toxischen Beziehungen über Jahre, dieser ganze, boah. Ja, dass sich mein Leben auf jeden Fall so ändert. Vor 4 Jahren, Patrick kennengelernt, wir sind schon 4 Jahre sehr glücklich zusammen. Dass es dann jetzt auch besiegelt wird, das ist schon next level für mich. Und ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr, 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 sehr unfassbar dankbar dafür. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wirklich, aber ich glaube, gerade vielleicht dann weiß man das noch mehr zu schätzen, wenn man die Vergangenheit hatte. Also wirklich. Und deswegen kann ich das richtig genießen. Deswegen will ich das richtig genießen auch. Alles richtig. Gerade apropos, meine Make-up-Artistin hat geschrieben für den Tag. Und deswegen will ich das auch richtig genießen. Deswegen haben wir uns auch für einen Wedding-Planner entschieden, der uns besonders, weil ich in Genf bin, hauptsächlich in Düsseldorf dann betreut, weil er fährt auch zu den Locations, er fährt überall hin und in unseren Namen kann unterschreiben, überall und kann uns da helfen. Aber ich möchte halt einfach auf meiner eigenen Hochzeit Gast sein. Und das macht das Ganze dann auch nochmal attraktiver und spannend, dass ich selbst das genießen kann am Tag der Hochzeit auch. Und ja, ich freue mich sehr darüber und wollte es euch einfach erzählen, warum wir eigentlich nicht während Corona geheiratet haben. Corona ist jetzt seit einem Jahr so weit wie fertig. Und dann wollten wir letztes Jahr übrigens heiraten, aber dann kam der große Transfer von Patrick, zweite holländische Liga, in die erste Liga hier in die Schweiz. Und dann konnten wir wieder nicht heiraten, weil das wäre zu viel mentalen Stress gewesen für ihn. Ehrlich gesagt so, aber jetzt, nächstes Jahr im Sommer wollen wir dann endlich. Ja, jetzt machen wir es endlich. Jetzt haben wir keine Ausrede mehr. Nein, aber sowas muss natürlich auch, man kann nicht alles planen im Leben, aber ich bin schon so jemand, der guckt, dass das, wenn richtig reinpasst, strukturiert das ganze Leben so ein bisschen angeht mittlerweile und das passt jetzt super für ihn, für mich, für alle und deswegen ist es der absolut richtige Zeitpunkt und fühlt sich zum ersten Mal richtig an, nach allem Corona und Transfer und Freundinnenkreis und so weiter. Genau. Ja, Freunde, das wollte ich euch nur erzählen. Das heißt, auf Instagram hatte ich ja eine Umfrage gemacht, ob ihr Bock habt, dass ich euch bei den Planungen immer mitnehme, dass ich wirklich viel erzähle und nicht einfach, puff, die Hochzeit ist da, guck, wie tolle Fotos wir haben, sondern wirklich Planung inspirieren, Ideen vielleicht für euch mitgeben, dann Tipps und was ich so mache und was ich nicht mache und warum. Das mache ich auf jeden Fall auf Instagram, eigentlich Daily Update. Also könnt ihr mir da gerne folgen, wenn ihr davon mehr mitkriegen wollt. Da verlinke ich auch immer alle Sachen wie Make-up-Artistin,
den Fotografen, ein Wedding Planner oder egal was oder das Kleid in Zukunft oder Ring, damit ihr Ideen vielleicht auch bekommt für eure Hochzeit oder ne, das hilft, weil hätte ich auch jetzt den Wedding Planner nicht. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, ich habe das auch unter Highlights abgespeichert, sodass ihr das, was vergangen ist schon, auch nochmal jetzt anschauen könnt. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat dann dieses Video gefallen, das kleine Live-Update. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr auch glücklich seid und in eurem Leben und dass ihr euer, wenn ihr jetzt euer Ziel noch nicht erreicht habt, dass ihr es erreichen werdet. Ich habe immer ganz fest dran geglaubt, habe aber ganz viel dafür getan und ganz viel gekämpft und durchgegangen, aber ich bin nicht mit 20 verheiratet gewesen, auch nicht mit 30, aber jetzt, ja. Deswegen, es ist egal, wie alt ihr seid, für egal was, ob es ein Studium ist, ob es eine Hochzeit ist, ob es ein Kind ist, wobei Kind ist natürlich ne, biologisch die Zeit, aber solange es noch geht oder ihr wisst, was ich meine, weicht von der gesellschaftlichen Norm ab. Es geht nur um euer Glück, um eure Seele und um euch. Und ich heirate jetzt und schaue dann mal, was mit der Familienplanung aussieht. Aber dazu später mehr. Es reicht es für heute, es reicht es für heute. Freunde, ich hab euch lieb. Hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.